So, Friends, herzlich willkommen zum neuen Vlog aus Dubai. Ja, Habibi, come to Dubai. Und wen haben wir da? Wen haben wir hier erwischt? Wie immer in Auslandsreisen. Unser lieben Freund Kolja Goldstein. Schön, dich hier zu sehen. Ja, schön, dich hier zu sehen. Ich hoffe, dir geht's gut, Familie geht's gut. Was steht an? Wann kommt Album? Wann kommt kein Album? Kann man kleine Infos hier droppen? Album kommt, Album ist fast fertig. Vielleicht noch eine Woche arbeiten. Album kommt voraussichtlich im Januar. Deswegen, ja, wir sind jetzt hier auch noch ein bisschen am Arbeiten, auch mit Produzenten und allem da. Und ja, gemütlich, ist schön. Genau. Und wie der Zufall es wollte, wirklich. Kolja ist hier beruflich hier. Ich bin auch beruflich hier. Es war nicht geplant. Und dann sagt er zu mir, ich will dich heute zum geilen Laden einladen. Ich sag, ja, ich hab auch einen geilen Laden. Ich habe eigentlich einen Dreh vor mir. Und er schlägt genau den Laden vor, wo ich auch heute drehen wollte. Das ist ein besonderer Laden. Den gibt's schon seit 1978 hier in Dubai. Und das Besondere, nicht nur, dass er so lange hier sich durchgesetzt hat, die Royals, wirklich, die Dubai, die königliche Familie, die kommen auch hin und wieder. Und ich auch. Ich komme hier auch regelmäßig. Und der Scharo auch. Es ist eine persische Küche und ich bin gespannt darauf, wie wir verwöhnt werden. Ja, ich hoffe. Du bist der Abu Feinschmecker. Hallo. Schön, dass du gekommen bist. Ich freue mich auch immer, wenn ich Scharo und Tristan Hallo. Sehe. Es sind in der Medienwelt die ganz wenige Leute, die gut sind, die vertrauenswürdig und verlässlich sind. Und es hilft mir nicht oft, deswegen bin ich immer froh, wenn wir uns das Brot zusammen brechen. Habibi, das geht gerade richtig runter wie Öl. Ich danke dir für die schönen Worte. Sehr stressiger Tag heute, Leute. Fragt nicht. Und was ist denn passiert? Und was das längste Intro nicht. Der Welt. Chicken Biryani heute. Nicht, wir sagen nichts, wir sagen nichts. Traditioneller Laden, sowas liebe ich. Der Scharo hat ja gesagt, es gibt seit 40 Jahren oder so. Länger, also 72 hast du doch, glaube ich, recht. Das stand gerade wirklich tatsächlich 72, aber meine Recherche. 2013 gab es den 72 Jahre. Also da gibt es noch mal 9 Jahre länger. Also normalerweise gibt es den 81 Jahre. Wahnsinn, Wahnsinn. Meine Recherche hat er erst mal 45 Jahre ergeben. 72 Jahre, das heißt was, ne? Musst du besser recherchieren. Unser heutiger Sponsor ist Surfshark. Und gerade wenn ich auf Reisen bin, ist ein VPN-Server für mich unerlässlich. Was ist VPN? VPN steht für Virtual Private Network. Es lässt mich sicher und anonym durchs Netz surfen. Gerade wenn ich an ungesicherten Netzwerken bin, wie Hotels oder Flughafen, bin ich den Hackern schutzlos ausgeliefert. Man kommt ohne Probleme an meine Daten, Passwörter oder auch Zahlungsinformationen heran. Mit einem VPN-Server bist du dagegen gesichert. Es bietet dir aber auch andere wunderbare Vorteile. Kennt ihr das? Man googelt einen Mixer und dann hast du die nächsten Tage nur noch Mixer angezeigt. Auch dafür schützt sich der VPN-Server. Er verschlüsselt deinen Datenverkehr und verwischt deine Spuren im Netz. Bei Netflix, YouTube, Spotify und Co. sind manche Titel und Serien in bestimmte Länder verschlüsselt. Auch da kommt der VPN-Server sehr gelegen. Du gehst rein, suchst dir deinen virtuellen Standort heraus und bist dementsprechend immer auf den aktuellsten Stand. Jetzt kommen wir zum Surfshark Holiday Deal. 85% kannst du dir auf ein 2-Jahres-Abo sichern. 3 Monate gibt es obendrein dazu. Das heißt, du zahlst wirklich unter 2 Euro. Im Monat. Du kannst das auf so vielen Geräten, wie du willst, installieren. Das heißt, theoretisch könnten wirklich Freunde und Familie von deinem Abo profitieren. Jetzt, wenn dir die ganze Sache sicher genug ist, geh unten auf den Link, nutz den Code BeastKitchen und weiterhin viel Spaß mit dem Video. Also was ja hier der große Unterschied ist, was mir aufgefallen ist, das gilt jetzt nicht für jeden Laden in Dubai, aber das gilt auf jeden Fall für diese traditionellen Läden, dass das Fleisch nach Fleisch schmeckt. Und das Gemüse nach Gemüse. Und was lustig ist, ist, dass ich einen Freund mich unterhalten habe, der meinte, der lebt hier, dass das alles importiert ist. Die machen hier gar nichts. Aber die importieren anscheinend aus Ländern, wo nicht gespritzt und so krass gesund. Du kannst das Fleisch hier nicht vergleichen mit dem Fleisch in einem anderen Land. Noch ein bisschen Bio-Ware. Was ist das denn hier? Das ist Lauch geschnitten und Minze. Und ich habe jetzt, also hab jetzt gerade eben so ein Stück Chili gegessen. Ich krieg echt das Black weg. Ich habe den Kollegen gerade einen Traummann, Huni, geschmissen, wenn er eine ganze isst, er hat es eiskalt gemacht. Und ich verspreche dir, ich mag scharf. Aber das ist echt. Du magst scharf? Ich habe noch richtig scharfe Kaugummis zu Hause in der Schublade. Was ist denn? 16,9. Ja, das ist wieder so. Das muss natürlich die Schärfe sein. Sprengstoff. Ja.
Sprengstoff. Fliegt das Blech weg. Ja. Wusstest du, dass hier in dem Laden auch schon einige internationale Food-YouTuber da waren? Also ich habe nur gesehen, so Ronnie Coleman, so echte Bodybuilding-Legenden waren hier. Und natürlich die königliche Familie taucht hier regelmäßig auf. Und natürlich auch alles, was bei uns so in Holland und Belgien Rang und Namen hat, läuft hier auch immer regelmäßig ein. Die lieben das. Die sitzen da hinten mit den Jalabas. Sehr gut zu essen. Ich war jetzt hier zweimal schon, das dritte Mal jetzt in Schemel. Weißt du, woran mich diese ganze Fotowand erinnert? Wo wir in Istanbul waren, bei Burak. Burak hängt auch an der Wand da hinten. Ja, Burak hängt auch. Jo, da ist er doch. Wahnsinn. Oh. Da. Ah ja, ich sehe ihn, ja. Was ist er eigentlich? Ist er eigentlich blind? Ist er erblindet? Ich glaube, der hat eine leichte Sehschwäche. Ah, okay, weil der macht mit seinen Augen immer so, das habe ich immer gemacht. Er hat eine Sehschwäche. So, dann habt ihr bestellt? Was ja, ist bestellt. Wir haben also hier diesen Grillteller für 5 Personen, haben wir zweimal bestellt, das Maximum, was geht. Und einmal Falafel zum Testen. Ich habe hier Falafel probiert. Hast du auch Birani-Reis bestellt? Ja, klein. Mixreis, sowieso mit alles. Sind die wirklich so scharf, oder was? Also eine ganze. Ich glaube, ja. Du wirst sie nicht packen. Du wirst sie nicht packen. Komm, gib mal her. Komm, gib mal her. Der Tristan fragt, ob die wirklich so scharf sind. So. Ich glaube, Tristan, die Kaugummis, die ich in der Schuhe. Wasser von dem Pepper. Ja, Bruder, mach mal nur so ein kleines Stück wie ich. Ein kleines Stück, so wie du, ja? Ja, mach halt Hälfte, ja, nicht selbst. Da ist nichts los, Junge. Lass mal kurz cool bleiben und dann so. Da ist nichts los. Und die kommt ja nach. Boah. Oh, stell dich nicht so an, Mann. Stell dich nicht so an. Jalla, bist du da? Was geht bei dir ab? Ich verarsche. Der hat heute einen harten Tag gehabt. Ist gleich mit Schaden. Das ist jetzt mein Joghurt. So, Friends. Und wie gesagt, ich habe ja noch die ganz scharfen Kaugummis zu Hause in der Schublade. Und ich bin gerade so wirklich am Überlegen, ob ich die mit Tristan gemeinsam. Hast du einen Sender? Nee. Und das Schöne ist an diesen Kaugummi, die Challenge ist, du musst so einen Bubblegum-Ball machen. Und dann so eine Blase machen. Und das geht nicht, weil das so scharf ist eigentlich. Ja. Leute, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Abo Sony gegen Charo in den Bubblegum schärfer essen. Das werde ich auf jeden Fall rausschneiden. This kind of kebab, maybe you can get it at a different restaurant. But this one, nobody. Only we make it. And this is our chef, a special chef. Yeah, I'm Mr. Bombastic, Taleb. Mr. Bombastic. Nice to meet you, man. Thank you, sir. Respect. Nice to meet you. Thank you. Es kommt genau richtig gerade. Ich schwöre, die Spieße sehen richtig saftig aus. Und ja. Wow, das ist wirklich nächste Chicken. Das ist Chicken Hack, ne? Richtig. Ja, Mann, das ist geil, Tristan. Das ist grün, ne? Das ist Chicken Hack. Ja, bist du da rein damit? Ja. So, bist du. Ich müsste das probieren. Ich schwöre bei Gott. Weißt du das? Chicken. So, auf jeden Fall haben wir hier wirklich persische Kebab-Spieße, verschiedene Art und Weise, verschiedene Marinaden. Also das hier ist jetzt Joghurt-Chicken, ne? Was das ist in Joghurt eingelegt, genau. Total. Joghurt-Chicken. Wie würdet ihr den Geschmack beschreiben von dem Joghurt? Der hat eine saure Note. Der hat eine schöne saure Note, aber vor das Saure kommt dieser Röstaromen stark. Weil wenn du das mit Joghurt einlegst, wenn ich mein Hähnchen zu Hause mache meistens, dann mache ich ohne was drauf, ohne Gewürze, nur Joghurt drauf und dann im Ofen rein. Also es gibt nochmal so ein schönes Rostaroma, weißt du? Und das haben die hier gut gemacht. Da ist nochmal eine Lemon-Note mit drin. Wunderschön. Wie bist du auf den Laden gekommen, Kolja? Ich habe einen Kollegen, mich jetzt auch mal interessiert. Der lebt hier und der kommt hier jeden Tag fast hin. Wenn ich dann komme aus Europa zu Besuch, dann will ich mal essen gehen, dann bringe ich mich immer in so Shishi-Läden. In was für Läden? Shishi, wichtig. Teuer, schön. Chikimiki. So sagt ihr, ich sag Shishi. Ja, ich sag Chikimiki. Chikimiki-Läden. Und das kann man auch mal machen. Ich bin jetzt nicht der größte Freund davon. Aber ich mag eher die authentische Küche. Das hat man mich ja auch, glaube ich, in den vergangenen Episoden auch. So haben wir dich immer kennengelernt. Seit Tag 1, das muss ich wirklich unterstreichen.
Klar, du magst auch mal so den Schickimicki, den Luxus genießt du auch, aber du bist wirklich auch ein bodenständiger Typ. Wenn man Kolja auch sagt, ey, wir gehen jetzt einen Döner essen, dann sagt er, ey, cool, ich bin dabei. Das tippt auch nicht rum. Ja. Auf jeden Fall, der Kollege hier, der meinte, wenn ich authentisch essen will, dann gehen wir hier hin. Dann brauchen wir den ganzen Zirkus nicht. Und deswegen komme ich, also ich komme hier dreimal die Woche. Wow, das spricht für sich. Deswegen sollte ich auf jeden Fall auch schon mal den Laden hier abchecken. Ich sag euch, das, was ich bisher gegessen habe, mega, wirklich mega. Einzige, es ist sehr laut hier. Aber das ist auch wieder sehr lokal, sehr kulturell. Das ist die Kultur. Araber und Perser, Afghanen, Pakistaner. Wir haben ein sehr lautes Organ. Wir haben, glaube ich, noch mehr Temperament wie die Italiener. Und das muss halt mit, einfach drüber hinweg hören. Was haben wir hier für Reis? Also ganz normaler Reis. Aber das rote? Safran. Nee. Das sind getrocknete Cranberries. Achso, das, ne? Das ja. Safran ist, glaube ich, nicht mit drin. Mhm. Weißt du was? Kein Cranberry. Cranberries? Nein. Cranberries? Nein. Granatapfelkerne? Nein. 100%. 100%. Die sind zu sauer. My friend. Bitte. Ja, du musst Chili essen davon. Cranberry oder Pomegranate? Cranberry. Was ist das hier jetzt? Oh, brutal saftig und richtig würzig. Dieses Dry-Aged Chicken. Was ist das denn? Chicken, aber ganz, ganz miese Kiste, Bruder. Ganz brutal. Fällt dir fast nicht lecker an. Welcome to Special Study. Yes! Welcome. How are you? All under control? Habib, number one. I bring somebody for you. God bless you. You're welcome. How is it, Alhamdulillah? You're welcome. Good? Yeah, good appetit, please. You like the kebab? MashaAllah, very good. God bless you. Welcome to Dubai. Thank you very much. Ahlan bik. Bismillah. Please. Habibi, shukran. Sumak is good with the red meat. Red meat. Yeah, grilled tomato and sumak is very good with rice. I love sumak with tuna kebab. Uh-huh. In Germany, tuna kebab, you know? I heard it, but it's have it a steak. A steak and a kebab meat. It's very good. It's very good. You will like it. I love it so much. 1 minute. So, da zeigt uns jetzt, wie man das richtig isst. Mhm. Bismillah. Bismillah. Have it with the red meat here. I love steak. So wird das gegessen. Wer ist das die ganze Zeit? Das kommt alles immer wieder zusammen. Ja. Eat the sumak and green tomato. You will love it, sure. Bismillah. There we go. Bon appetit. Bon appetit. Sahtin. Bismillah. I fritted the time of the time. You are the king. When we have you, we have everything. God bless you. God bless you. Please. Das war so schon die ganze Zeit wirklich butterweiches Fleisch, sehr, sehr lecker gewürzt. Aber jetzt kommt der, hat uns dieses Trick 17 von der Seite verraten, der Onkel. Mit der gegrillten Tomate, den Kebab, den Zuma. Weil der eine Farbe hat, die bei uns in Deutschland nicht so gang und gäbe ist. Ne? Bei uns ist Zuma immer rot, ne? Lila. So rot-lila, ja. Rot-lila, so Bordeaux-rot, sagen wir mal. Wie kommst du denn auf grün jetzt? Nee. Müll habe ich gehört. Ah, okay. Mhm. Alles gepanscht. Wow. Echte Gewürze gibt's doch nicht in Deutschland. Wow. Was? Wartet auf Sastarabi. Sastarabi ist Sastarabi. Warum Diät? Für den Kopf. Aspartam für den Kopf. Für den Kopf. Ja? Weißt du aber. Bring ihn in mein Zimmer. Wir sind auch nicht alleine am Tisch. Den einen oder anderen habe ich ja schon mal gesehen. Und vielleicht könntest du dein Team oder deine Begleitung der Community mal vorstellen und vielleicht zwei, drei Sätze noch dazu sagen. Als Ordner, der macht das ganze Engineering, kannst du auch filmen, ist nicht verboten. Oh, was good? OT, the engineer. I don't know what to say, so figure it out. Er macht ganze Engineering und Producer-Sachen. Zusammen mit seinem Manager, dem Cube, so. Die gucken also diese ganzen Aufnahmen, dass die passen, dass das gearranged wird. Vollblutmusiker, kommt aus Manchester, wohnt aber lange in Holland. Mhm. Und dann Moonstar Media, ja, hab ich auch kennengelernt, so, schon von der Zeit zusammen angefangen. Und auch, ich bin immer jemand, ich bin immer mit den Leuten.
von Beginn an. Und natürlich waren auch ein, zwei dazwischen, die sich dann so Fehler erlaubt haben. Da bin ich schon penibel. Mhm. Da muss ich die rausschmeißen. Aber was ist für dich wichtig, dass die Leute, so, die du bei dir im Team um dich herum hast, worauf legst du viel Wert? Also, Zuverlässigkeit ist das Allererste. Mhm. Also wenn ich schnell einen Termin mache, eine terminliche Absprache, muss die also eingehalten werden. Und dass man sich auf jemanden verlassen kann. Mhm. Bezüglich so Deadlines und so, das ist mir schon sehr wichtig, weil ich arbeite sowieso sehr, sehr entspannt. Und ich nehme also mal, ich gehe auch mit meinem Team in Urlaub und so, nehme die mit. Und kann jeder machen, was er will. Er kriegt ein krasses Zimmer. Also ich schlafe nicht im besten Hotel, die anderen schlafen in der Herberge, sind im gleichen Hotel, gleiche Etage wie ich, meine Family. Und ich erwarte einfach so diese Professionalität, wenn es dann soweit ist. Also wenn wir dann anfangen zu arbeiten, dann. Das Problem ist halt oft, dass Leute so diese zwischenmenschliche Distanz verlieren, wenn sie sich ein bisschen besser kennen. Und dann auf einmal verwechseln Höflichkeit mit Schwäche. Machen die yeah. Filme jetzt, machen Hollywood. Yeah. Das brauchen wir nicht, muss funktionieren. Ich bin immer noch am Ende der Tage so, am Ende des Tages derjenige, der so die Sachen zusammensetzen muss und der das auch steuern muss. Und ich muss ja darauf verlassen, dass einfach jeder Punkt so funktioniert. Ich bin auch jemand, der mein Team sehr autark arbeitet, also das heißt, ich brauche vom Label, von Universal eigentlich gar nicht viel. Ich habe halt noch meinen Ansprechpartner mit Patrick Tiede. So, wir setzen uns dann zusammen, machen die Listening Session einmal so und dann sage ich, beschließen wir gemeinsam so darüber, was können wir uns vorstellen als Studio-Singles. Und das war's. Und den Rest produzieren wir auch nur für uns. Wir sind eigentlich wie beim Fernsehen, eine Produktionsfirma, die dann nur. Ein fest eingespieltes Team. Genau, die dann nur über diesen Major-Kanal released. Aber wir sind sonst für uns eingestellt. Ich brauche auch keinen, der Grafiken macht oder. Weil da habe ich meine eigene. So eine Vergrößerung deiner Familie, kann man sagen. Wichtig. Ich bin sehr eng mit jedem. Ich bin, wie gesagt, Urlaube und die Leute können auch zu mir kommen mit irgendwas. Und ich zahle ein Jahr vor uns. Ja? Ja, ja. Also, kann ich auch bei dir anfangen? Ja, klar. Also zum Beispiel, wenn bei mir Geld reinkommt, dann stellen die Leute zum Beispiel ihre Rechnung für ein Jahr im Voraus einfach, dass sie sagen, ich sage es einfach mal, 10er oder 12er oder 15 Mille. Und dann wissen Leute, dass sie fürs ganze Jahr Miete bezahlt haben. Weißt du? Ja, ja. Und dann bezahle ich trotzdem für das Video. Nochmal einen Top-Bonus. Ja. Und ich kann das wirklich unterstreichen. Wirklich. Kolja Goldstein, er hat mir das, glaube ich, vor Anfang vom Video einmal kurz erwähnt. Er ist wirklich ein sehr warmer, herzlicher Familienmensch. Ohne Witz heute. Mag man kaum glauben. Ja, seine Musik ist sehr hart. Ich denke mal, das ist auch sein Ausgleich, sag ich mal. Aber er ist wirklich ein sehr, sehr warmer, lieber Familienmensch. Und wenn ihr einmal bei mir Scheiße macht, schießt ihr euch im Kopf. Was? Du musst halt auch irgendwie schauen, dass du so ein gute in der Firma hast. Ich hasse es, als Firma zu bezeichnen, aber du bist ja ein wirtschaftliches Unternehmen am Ende des Tages. Und da geht es auch darum, dass das Klima gut ist. Mhm. Und warum halt dann selber voll abkassieren, Millionen verdienen und die anderen halt immer nur für das Minimum, gibt es ja Leute, die das anscheinend machen, fürs Minimum dann ackern lassen, schuften lassen, Sachen for free mitnehmen. Und mir Leute sagen, ja, der Beat kostet 700 Euro. Und ich sage, nimm 1000 einfach. Weißt du, so, warum das dann machen? Wenn es dir gut geht, je mehr Geld ich bekomme, desto mehr Geld kriegen Leute um mich rum. Starke Einschätzung. Ich kann das alles wirklich unterstreichen. Ja, das funktioniert doch, dann sind sie bei dir. Wenn natürlich die Leute außen presst, wie so ein nasses Handtuch, Bro, dann kommst du den Mund. Ja, ja. Schmeckt auch nicht mehr irgendwann mal, ne? Ja. Schon mal. So sieht der Teller aus, wenn es geschmeckt hat, ne? Alhamdulillah, wirklich, der war sehr lecker. Und wir gehen jetzt nochmal Chicken Biryani essen. When did your family start the restaurant? No, and that's what I said to my brother, the king, before the restaurant. My father has a trading with the Iran government. When the war came Iraq, Iran, the money gone, it's gone. He took restaurant. This is the first small restaurant. This was two door, here, this one. We call it special kebab there. About 10 years ago, they demolished the building. We came here, we went there. We were normal, alhamdulillah. We have a good customer like you. We are everything, alhamdulillah. And welcome to Dubai. Every time. Abdar Arwashi, this is just me. Khalid Khalidi, this is the Wazir, President, Secretary of the UAE, Mr. Gargash. Yes. We are alhamdulillah, we are happy, alhamdulillah. Yes, this is Dubai. Also, da war wirklich viel Diversität, verschieden, so wie das sein muss. War sehr, sehr gut. Frisch. Absolut. Und der Typ war auch gut drauf, ja? Ja, ja. Ich verspreche euch.
inshallah, solange ich gesund bleibe, werden wir Weihnachten ein sehr schönes Weihnachtsmenü zaubern. Wir haben es nicht vergessen. Nee, natürlich. Wir haben es nicht vergessen. Go, 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 no problem, brother. We wait for you. Habibi, ach, Assalamualaikum. Yes, hello, everybody. Habibi, come to Dubai. So, wir werden es hundertprozentig machen, Leute. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Von daher, lasst uns bitte auf jeden Fall Liebe da und checkt Kolja seine Singles ab. Und checkt alle die neuen Shirts, bald online erhältlich. Gott segne. Wo ist denn meins? Und wo ist meins? Müssen wir ein bisschen abwarten, bis der Drop kommt. Der Drop kommt. Jalla, der Drop kommt. Checkt die Shirts ab. Friends, da bin ich wieder. Ich wollte euch nur einmal darauf aufmerksam machen, diesen 85% von Surfshark nicht zu verpassen. Wenn ihr mit dem Ganzen auch nicht zufrieden seid, könnt ihr innerhalb von 30 Tagen das Ganze rückgängig machen. Vielen, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.